Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Crafter. So, wenn ich zwischen den Folgen von heute auf morgen dazu komme, werde ich ein paar Ressourcen holen, beziehungsweise was vorbereiten. Aber heute holen wir mal gemeinsam noch Ressourcen. So, wie starten wir? Ja, wir haben super viel im Inventar. Sehr schön. Soweit so klar, vieles im Inventar. So, wir legen das ganze Iridium, was wir haben, mal ab. So, Iridium. Wobei, eigentlich könnte man da gleich Stäbe rausmachen. Und 3 zu wenig. So, alles darüber. Super. So, wir holen gemeinsam Ressourcen ab. Schön herum. Oh, wie cool. Schön im Wasser auch noch. So, zuerst mal hier die Ressourcen da. Moment. So. Oh, da manche sind echt schon sehr nahe. Sehr nahe. So, wir haben hier ein wenig Eisen. Bam. Dann haben wir hier ein wenig Titan, bam, ein wenig Silizium. Ja, wir müssen das alles wieder ein bisschen auffüllen. Ein bisschen die Ressourcen auffüllen. So, und alles, was wir heute nicht auffüllen, werde ich dann morgen oder zwischen den Folgen ein wenig nach auffüllen. So, da haben wir ein bisschen Schwefel. Was gut ist. So. Super. Alles durch. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, wir holen mal heute wirklich einfach nur Ressourcen abholen. So, das ist gut. Die holen wir mal ab. Zuerst zum Uran. Uran, was das alles kann. Oh, und da liegt da das Iridium am Boden wieder. Oh, einen riesigen Haufen. Würde ich gerne abholen. Machen wir vielleicht am Rückweg. Ich würde schauen, dass wir nur Uran mitnehmen und nicht die anderen Ressourcen. Wir haben das ja Gott sei Dank so eingerichtet. Ja, jetzt kann man sagen, ist natürlich Verschwendung. Bau dort überall eine Riesenbase hin. Nö. Ende Mai wird ja, bis Ende Mai kommt ja ein Update. Also da wird es eine Neuerung geben und wir werden dann sicher wieder Planet Crafter spielen. Aber ich spüre schon so ein wenig, nähern wir uns hier dem Ende. So. Da oben haben wir gar nichts, genau. Und hier. Eines trinken wir, 3 lassen wir da. Soweit so klar. So. Dann eines, das nehmen wir. Super. Da könnte man irgendwann nochmal ein zweites hinstellen, aber will ich gar nicht. Will ich gar nicht. So, sortieren. Bam. Super. So, vielleicht ist jetzt schon irgendwas despawned. Aber das sieht alles sehr, sehr cool aus. Ich mag die Welt. Ja, umso trauriger macht's mich, dass wir es bald verlassen werden. Ja, Trauer. So, vielleicht können wir hier auch noch ein paar Ressourcen mitnehmen. Wobei, da würde ich gerne von dem Iridiumhaufen was aufheben. Ich glaube, das ist besser. Ja, hier werden wir dann auch irgendwann mal Pause machen. So, super. Iridium. So, ich sehe hier nichts mehr rot leuchten. Außer da hinten. Ah, das ist natürlich... Das ist der Große, oder? Ist das der... Das ist der Große. Das ist der Große. So. Wir haben einiges an Ressort... Oh, ja.
Naja, viel Platz haben wir nicht mehr. Iridium, Iridium. So, sehr schön. Da ist auch noch. Ja, wenn das mal despawnt, diese Facebrocken, kommt man besser hin. Dann sieht man auch mehr. Ja, ja. Ja, ja. So. Mal da rein. Alles mal wegräumen. So, Iridium. Das ist das hier. Super. Dann haben wir hier ein bisschen Uran. Weit brauchen wir keine Uran mehr. Wobei, verwursten wir das jetzt einfach mal zu Stäben? Ich würde sagen, zwei Stäbe noch. Oh, zwei Uran kommen. So. Jawohl. So, die zwei da rein. Wir haben genug Eisen, ein bisschen Titan. Dann ist da ein bisschen Silizium. Kobalt ist auch dabei. Yeah. So, und das Eisen packen wir weg. So, als nächstes holen wir uns... Juch. Ich würde gerne die restlichen Ressourcen holen. Ich gebe es ja zu, aber wir warten noch, bis die Blöcke despawnen. Da war Heizungstag. So. Ah, ich freue mich schon, wenn wir Baumpflanzer wieder aufziehen. Ich weiß, da ist Iridium drinnen. Wir lassen das vorher nochmal despawnen, alles hier. So, wir gehen zuerst zu den Superlegierungen. Da haben wir auch nicht mehr viel. Mistwetter, würde ich mal sagen. Ich finde da wahrscheinlich keinerlei Superlegierungen. Das ist ja fies. So, wir holen uns die Superlegierungen von da hinten. Das war jetzt fies. Fies, fies, fies. So. Aber ich freue mich schon, wenn wir die Baumpflanzer aufziehen. So. Heute machen wir noch Ressourcen holen. Ja. Super. Durchsortieren. So, hier würde ich sagen, alles was nicht Superlegierung ist, und das Zeolit heben wir natürlich auf, natürlich, natürlich. So, passt. So, durchsortieren hier. Yeah. So, was haben wir da noch? Die beiden. Und, boah, hier ist auch noch das eine. Yeah. So, na dann. Back to home. Superlegierungen. Da wird sich auch ein Baumpflanzer dann super machen vor dem Raumschiff. Na, das wäre schon schön. So, werden wir auch hinkriegen. Ja, wir könnten jetzt versuchen, die einzelnen Superlegierungen, die noch nicht despawned sind, dass wir die noch einsammeln, aber... Ach ja. So. Können wir das da zwischenlagern? Ja, nicht viel. Aber wir tun es. So, dann holen wir... Dann holen wir von da drinnen noch das gute Iridium.
So, eins. Zwei. Oder sagen wir so, eineinhalb. So. Oh, schön. So, sortieren. Super. Eins, zwei, drei. Dann hier unten. So. Und Poststempel. Yeah, das Osmium. Super. Ja, komm, wir essen es gleich. So, wir geben das alles mal rüber. Und schauen, was wir in den anderen auch noch zu ernten haben. Yeah. So, ein bisschen ist noch da. Schauen wir, dass wir das möglichst optimal mit einer Komplettladung. Lauter Iridium wäre super, würde ich mich total freuen. So, und push the button. So, jetzt laufen wir einmal noch auf. Da ist nichts drin, super. Da ist ein bisschen drin. Ups. Und da ist einer drin. Yeah. Ja. Er hier und er hier. Push den Button. Und dann haben wir da Iridium. Yeah. Oh, wie schön. Wie schön. So, ein kleiner Ressourcenholer. Der kann ich da. Oh, das ganze Iridium hier. Vielleicht wird gleich Nacht. Rucksack voller Iridium. Da machen wir gleich Stäbe draus. Upsi. Super. So, gleich Stäbe draus machen. Würde ich mal sagen, wir packen das so rein. Oder? Und wir machen nochmal. Fast. So. Iridium, Iridium. Super, oder? Yeah. So, jetzt sammeln wir noch das von draußen. Ich glaube, das ist gut. So, da haben wir hier drüben ein wenig Iridium noch rumliegen. Super, super. Jawohl. Habe ich jetzt das Zeolith vernichtet? Das eine, das wir hatten? Nö. Welch Glück. So. Das nehmen wir. Wir nehmen das alles so mit. So. Yeah. Schön. So, dann können wir uns gleich nächste Folge machen wir das aber. Um Baumpflanzer und sowas noch kümmern. Das werden wir da intensivieren. Das Thema. So. Und schön sortieren. Iridium kommt da rein. Yeah. Auch durchsortieren. Dann haben wir da ein bisschen super Legierungen. Ist ganz schön super. So. Glitzerzeug. Hier. Viel Glitzerzeug. Schön. So, davon nichts. Titan, yeah. Silizium auch nicht. Magnesium, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Exakt. Exakt. So. Sehr interessant finde ich das. Ich habe den Eindruck, dass wir jetzt Nahrung schneller verbrauchen als vorher. Finde ich interessant. Aber ist so. Also stört jetzt nicht besonders. So, das bringen wir schnell nach oben. Pulte hier 1, 2. Dann haben wir da 1, 2, 3. Nö, das nicht. Und hier die Oberschiene. Yeah. Die Oberschiene. Yeah. Da könnte man eigentlich noch Pflanzen weiter sequenzieren und umwandeln. Machen wir das mal, weil wir brauchen mehr. Komm, wir gehen runter und holen uns das mal. Nein, hier nicht. In den Überhangsdingen hinten, da haben wir... Wir nehmen das da mal. So, Baumrinde untergehen.
Mutagen müsste man ja noch genug haben. Eigentlich. Nein, Methan nicht. Das Mutagen und Rinde. Bakterien, Säcke, Plastik, Rinde. So, dann lassen wir mal schön sequenzieren. So, ja, bitte. Wir leiten ein. Ich glaube, das haben wir schon. Das ist der da. Aber das macht nichts. So. Super. Dann schauen wir nochmal, was wir abgreifen können an Ressourcen. Ressourcen. Also, wir haben jetzt Iridium geholt. Wir haben Superlegierungen geholt. Wir haben Uran geholt. Yeah. Super ist das. Super. Ich habe mir auch überlegt, ob wir da wieder aufheben. Dass wir da den Meeresgrund säubern. Weil da habe ich ja irgendwann mal entsorgt. Und da liegt jetzt alles so rum. Und die spawnt nicht. Was kann der Meeresgrund dafür? Was kann der Meeresgrund dafür, dass ihr so schön ist? So. Platz? Fast keiner mehr. Super. So. Oh, und da hat das ganze Eisen auch noch. Na gut, irgendwann muss aber genug sein. Oh, sehr schön. So. Alles einsortieren. Ich glaube, das ist voll. Titan ist auch gleich voll. Ja, voll, wie toll. So, Silizium, ja, da könnte man echt mehr brauchen. Magnesium ist voll, Kobalt ist fast voll jetzt. So. Überhangskisten, oh, die sind ja auch schon ziemlich voll. Könnte man natürlich jetzt... Was ist, wenn wir... So, Titan, Silizium, 1, 2, 3, 4, 5. Magnesium haben wir schon. Kobalt, 1, 2, 3, 4, 5. Das war einer zu viel. So, und jetzt das gute alte Alu. Oh, da plündern wir unsere Bestände aber ganz schön. So, super, 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 super. Sehr gut. So, ganz toll, finde ich in Ordnung. Was kostet noch einer? So, diese Baumteile hier. Oh, da brauchen wir Zeolit. Sollten wir uns aber vorbereiten. Ich würde das nämlich gerne in der nächsten Folge ausbringen. Das Zeug hier. Wie viel Zeolit haben wir? Wir brauchen Düngerstufe 2 und Zeolit. Zeolit, also wenn wir 5 aufstellen, das müsste reichen, oder? Und 5 Düngerlevel 2. Schauen wir mal. Ich glaube, das haben wir ohne irgendein Problem. Das Zeolit ist vielleicht doch das Problem. Düngerstufe 2. Genug haben wir da. Yeah. Super. Ja, Zeolit. So, so eine Shredder-Maschine. Recycling, beziehungsweise, ja genau, Recycling. Da brauchen wir zweimal Mikrochip-Dekonstruktion. Mikrochip-Dekonstruktion. Oh, das machen wir an dem kleinen Ding da unten. So, hier. Mikrochip-Dekonstruktion. Okay, zwei Silizium, zwei Magnesium. Ja. Zweimal Silizium. Zweimal Magnesium. So, jetzt machen wir zwei von den Mikrochips hier. Eins und zwei. Yeah. So, und dann brauchen wir hierfür dreimal Super. So, wo stellen wir die hin? Wo stellen wir die hin? Oben? Oder da so? Wie groß ist es eigentlich? Ah ja, so riesig ist es auch wieder nicht. Das könnten wir da so mitten in den Raum stellen, aber da gefällt es mir eigentlich nicht. Mitten im Raum. Das gefällt mir nicht. Da würde es mir gut gefallen, aber da stehen die Kisten schon rum. Stimmen wir es da hier?
Oh, super. Aha. Container. So, und wenn ich jetzt zum Glitzerzeug, also ich will das ja nur testen. Wir nehmen den Pulsarquarz, legen den Pulsarquarz hier in die Kiste. So, sortieren das noch. Und dann drücken wir auf den Knopf. Bam. Okay. Okay, gut. So, Glitzer. Dann haben wir Esmium Uran. So, Esmium. Das könnte man in der Folge noch holen. Komm, wir holen uns Osmium. Esmium. So, zuerst Wasser. Und dann Osmium. Einmal noch in die Osmiumhöhle. Und super ist. Oh. Es läuft. Meine Lieben, es läuft super. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. So, wir wollen Esmium holen. Nehmen wir mal das da. Ja, ja. So, auf zum Esmium. Da haben wir irgendwie wenig. Aber wenn ich mal überlege, wie schnell das hier geht mit der Ressourcengewinnung. Wahnsinn, oder? Das ist doch super. Könnte man gleich Uran-Brennstäbe oder Iridium-Brennstäbe gleich hier machen. So, das werden wir mal vernichten. Das werden wir mal vernichten. Yeah. So, und push the button. So, da legen wir das mal rein. Jetzt holen wir uns das Esmium. Da haben wir noch ein bisschen Wasser. Eines trinken. Einmal das raus. Neu einpflanzen. Super. Bam. So. Haben wir da jetzt überall reingesehen? Naja. Auf zum Esmium. Schwefel sollten wir auch mal wiederholen. Aber jetzt ist mal wichtig, Esmium. Weil der Kasten wird langsam leer. Wobei Schwefel? So, sortieren. Vielleicht nehmen wir das Silizium einfach mit. Oder? Ich meine, wir haben ja. Moment. Moment. Da sind die Früchte. Die Früchte! So, und jetzt rein wir uns. In die Esmium-Höhle. So, sortieren. Das kommt weg. Das kommt weg. Ups, Esmium natürlich nicht. Das auch. Push the button. So, nachpflanzen. Da ist nichts drin. Da ist die Blume drin. Die Blume, die Aubergine. Und alles rüber. Super. Oh, wie schön, wie schön. Jetzt haben wir auch Esmium. Jetzt kommt da auch nochmal, ups, auch nochmal rein, indem wir da 1, 2, 3, 4, passt super, vernichten, nochmal da reinschauen, hier Silizium, da haben wir immer relativ wenig beim Silizium, das ist, ja. So. Und Gottes. Bam. So. Was haben wir noch mit? Jetzt haben wir auch wieder Esmium. Oh. Wunderbar. So, und vielleicht komme ich irgendwann dazu, dass wir zwischen den Folgen, dass ich ein bisschen vorbereite. Ihr werdet es dann eher am Terraform-Index sehen. Wir bleiben dabei, gebaut wird ausschließlich gemeinsam, entdeckt wird ausschließlich gemeinsam. So. Sortieren. Iridium. Wunderbar. Esmium. So. Jetzt haben wir auch noch Silizium dazu bekommen. Endlich. Da
Sackkasten ist ja schon ziemlich leer gewesen. Ein bisschen Schwefel kann auch nicht schaden. So, super, super. So, meine Lieben, dann haben wir heute einen schönen Ressourcentag gehabt. Wie schaut's aus? Fast 2%? Ja. Es bewegt sich nur noch bei der Biomasse was, oder? Ich denke schon. So, Biomasse, das heißt, wir kümmern uns um Sauerstoff, wir wären nur mehr hier. Wir machen keinen Heizungstag, keinen Bohrtag mehr. Das haben wir jetzt gemacht, haben wir getestet, haben wir ausprobiert. Das nächste ist der Sauerstoff. Ja, ja, ja. Was werden wir da machen? Was werden wir tun? Wir werden die da machen, vor allem die. Und Moment, der da bringt Sauerstoff 1950 und das da bringt Sauerstoff 1450. Können wir natürlich auch machen, sowas. Noch ein paar von den Biodomen. Ist auch eine gute Idee. Auch eine gute Idee. So, meine Lieben, das war's aber für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.